Hallo, hier ist der Mario, ich grüße dich ganz herzlich. Heute wieder mal ein neuer Akkord für dich. Wir möchten ganz gerne die Power-Chord-Familienserie ergänzen. Das heißt, diesmal habe ich den G5-Power-Chord für dich. Wichtig hierbei ist, ich hatte mal erwähnt, dass die Power-Chords lediglich zwei Saiten haben, welche angeschlagen werden dürfen. Beim G5-Power-Chord ist es anders. Dort hast du diesmal drei Saiten, welche angeschlagen werden müssen. Auch ganz leicht. Und zwar ist es leicht zu merken aus diesem Grunde, du brauchst die E, die A und die D-Saite. Das heißt die dicke, die tiefe E-Seite, die A, die D-Seite. Du brauchst dazu deinen Zeigefinger, deinen Ringfinger und deinen kleinen Finger. Du legst den Zeigefinger bitte im dritten Bund auf die dicke, auf die tiefe E-Seite und die anderen beiden Finger legst du dann auf die A und auf die D-Seite jeweils im fünften Bund. Schau dir am besten nochmal das Akkorddiagramm dazu an, dann siehst du ganz genau, wie es funktionieren sollte. Die letzten beiden oder die letzten drei Seiten, wenn du von oben auf die Gitarre schaust, dürfen nicht angeschlagen werden. Dort siehst du ein X, das heißt, das sind Saiten, welche nicht berührt werden dürfen. Ganz leicht. Und dann versuchst du einfach, wie vorher auch schon, die drei gegriffenen Saiten anzuschlagen. Und schon hast du den G5 Power Akkord. Das Ganze nochmal jetzt gleich in Nahansicht, damit du auch gut klarkommst mit diesem Akkord. Ich wechsle die Kamera nochmal und dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. So, jetzt der nächste Power-Akkord, das wäre der G5 in der nahen Sicht. Hierzu brauchst du diesmal aber drei Saiten, welche du anschlägst. Das wäre die tiefe E, A und die D. Und du brauchst den Zeigefinger und deinen kleinen sowie den Ringfinger. Den Zeigefinger legst du ganz, ganz einfach im dritten Bund auf die tiefe E-Seite und den Ringfinger im fünften Bund auf die A-Seite sowie auf die D-Seite. Ja? Das wäre der G5 Power Akkord. Viel Spaß damit!